Gut. So, herzlich willkommen, euer Tiger. So, meine Freunde sind auch wieder dabei. Der Rick, jo. Xavier Master. Hallo. Und Fuse. Jo. Kapitel 2, Bahrain. Der große Preis von Bahrain. Wir versuchen natürlich, ne, in die Punkte zu kommen, ob wir es schaffen. Eine Frage. Letztes Rennen wurde Rick 8. und hat damit 4 Punkte geholt. Ja. Und unsere Konkurrenten bei McLaren haben es natürlich nicht geschafft in die Punkte. Ich auch nicht, muss man sagen. Man muss wohl erwähnen, liegt beide McLaren daran. Mal vornehmen. Ja, die waren Mano. Vor mir, ja, ich weiß. Mhm. Aber ich wünsche euch viel Spaß. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ja, gebt mir ein Like und abonniert mich, wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Strecke Bahrain. So Leute, wie sieht's aus? Der Start klar. So sieht's aus. Oh. Ich bin nervös. Ich bin so nervös. Was ich mich aber auch frage zum Thema Mercedes, wer wird der nächste Fahrer dort? Ja. Wen würdest du denn da gerne haben? Verstappen. Na, ja, könnte ich mir eigentlich vorstellen. Verstappen bei McLaren, bei Mercedes. Wäre eigentlich eine gute Wahl. Ja, wird er ist ehrgeizig. Er ist ehrgeizig und die Red Bull hat doch schon zugelassen, dass Vettel weggeht. Ja, aber, das lag daran, dass es extra eine Klausel dafür gab. Das nennt man die sogenannte Top-3-Klausel. Sprich, wenn Sebastian die Top-3 erreicht hätte, hätte er Red Bull nicht können verlassen. Und da er die Top-3 nie erreicht hat, konnte er die verlassen. Ja, gut. Ja. Ja. Ah, Qualifying. Mag kein Regen. Aber da wird es dunkel. Ah, das ist nicht so schwer. Ehrlich? So. Ich muss jetzt mal den Bummelzug hier an. Ja. Da fahren sie alle raus. Ich fahre jetzt auch mal raus. Nee, gar nicht, packen. Hallo. Oh, Hamilton schon wieder mit 20 km/h hier unterwegs. Ja, da vor mir habe ich natürlich, ne, die beiden McLaren. Auch erstmal vorbeigezogen. Ich bin bei Strecke, aber muss dann hinten kommen. Oh, wenn das beim Rennen passiert, dann titsche ich am Rahmen. Boah. Boah, Paris, Alter. Der Paris hat es gemacht. Seid ihr in D-Zug oder was? Das ist so eigentlich. Oh, du bist vorne. McLaren ist im Sandwich. McLaren ist im Jagdfieber. Alter. Ich lasse mich da mal ein bisschen vorspulen, damit ich freie Bahn verlasse. Das machst du ja noch ziemlich.
Aber Verstappen wäre gut für Mercedes, auf jeden Fall. Ja, ich würde Hülkenberg auch ganz gut finden. Ja, aber Hülkenberg kommt nicht mal genug weg. Das hat Rino schon klar und deutlich gesagt. Das ist das Blöde. Kann man aber auch verstehen, den hat er es geholt. Ja. Ja, klar. Boah, das sind ganz schön spannend. Ja, mir auch. Ich muss da ausweichen mit dem Master, aber keine Sorge. Ja, danke fürs Machen. Ich werde mich nicht blockiert. Digga, bist du auf einer schnellen? Ja. Ja, bitteschön. Danke. Links, ne? Immer so als Tipp, ihr kostet euch so mehr Zeit, als ihr gut macht. Ach, nee. Das kann ja was werden. Vom 7. bin ich jetzt auf den 8. gerutscht. Ich bin jetzt vom 2. auf den 3. gerutscht. Ich vom 3. auf den 4. Oh, schon wieder du, schon wieder, Mann. Was willst du denn, du rückst vorne? Warum steht man den Tiger aus dem Weg? Ich will ja schon mal raus. Gerade war der Ton weg. Krass. Verdammt. Ja, ich muss beim Zocken auch immer rauchen, ne? Das ist normal. Ich bin halt Raucher. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Aber es wird ja vieles verboten. Großer Preis von Bahrain. Und ich bin 8. Noch. Noch, denn mir fällt noch heute mal hinten los, also mein Spaß. Wir sind zwei Teams. Einmal Team Männer, Rick und meine Wenigkeit und Team McLaren, Xavier Masters und Fuse. Ich bin der Einzige, der bis jetzt mit Soft gefahren ist, alle anderen mit Superstar. Ich habe noch keine gescheite Runde hinbekommen. Ja. Aber ich möchte ja. Ich fahre jetzt noch einmal raus und dann gucken wir mal. Ich warte jetzt noch ein bisschen Vorsprung. Ich warte jetzt noch so viel Verkehr. Aber jetzt kann ich schaffen. So, ich bin jetzt auf Platz 2. Okay, jetzt habe ich natürlich die Mercedes geraten. 11.000stel hinter Level. Und ich bin auf Platz 10, wie geil. Wie geil ist das denn? Ich bin auf Platz 6. Boah. Geht so schnell weg.
Komm, der Rally hat wieder angefangen, ne? Ja. Ja, ich muss gerade mal Zigarette ausmachen. Ja, das kommt jetzt in die Box. Platz 14, wunderbar. Ich habe dir jetzt mal gerade in der Runde zugeschaut und du hast einen ziemlich unrunden Fahrstil, habe ich gerade festgestellt. Der ist derzeit sehr flüssig. Da sind dann da diese kleinen Korrigierungen, weiter nach rechts oder ein bisschen weiter nach links. Wie kann ich denn die Zeit verlieren? Das ist doch eine Verarsche. Ja, Jeff, ich weiß das.
Was mache ich nur falsch? Komm, macht schneller. Ich will noch mal rausfahren. Das würde ich jetzt noch schaffen. Komm, hinne! Raus, 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 raus! Ja, das schaffe ich noch, über einmal über die Ziellinie zu kommen. Derjenige, der gerade in der DS-Zone ist, der ist auf einer schnellen Runde? Ja. Oh shit, dann muss ich ja Gas geben. So, dann versuchen wir halt jetzt nochmal. Männer auf Platz 1. Boah, Ricardo, ey. Ach! Okay, ich bleibe auf dem 16. Scheiße! Bitte! Nein! Ich glaub's okay. Nicht. Das einfach nicht. Oh, ein sehr knappes Qualifying.
Wo haben wir denn? Xavier Master. Xala die Master. Entschuldigung. Achter. Und ich bin nicht unter den Top 10. Passiert halt. Hätte kann man weiter machen. Oben sein können. Ja, in ja. In der letzten Kurve locker noch 2, 3. Passiert halt, kann machen. Man nichts machen, aber ne, wie sagt man so schön, das Rennen entscheidet alles. Nicht das Qualifying. Nee. Schön auf Pole gefahren. Jetzt haben wir wieder das Problem, ne? Hast meine Nachricht befolgt, ja? Das Problem, McLaren ist erster vor Männer ist 13, also Rick. Ja, Xaladin, Master ist 8er vor Männer und hinter Männer, also vor Rick, hinter Rick und vor mir, also von daher. Aber dafür habe ich Reifenauswahl. Und nicht sofort drücken. Okay, stimmt. Freund, Schild von der Lippe. So, McLaren, deinen Atem will ich jetzt sehen. Ich bin jetzt gleich auch soweit. Gleich. So, ich bin startklar. Wollt ihr noch Zigarettenpause ja. Kurz machen oder wollt ihr direkt starten? Ich will für starten. Ich auch. Eben. Okay. Der große Preis von Bahrain. Scheiße, Mann. Ich hab die Leute weg. Weg, ich war nicht schon mal vor. Ich fahre etwas langsamer mal auf Fuß. Seidin Wasser, was wird das? Mach ich immer. Es gibt keine Strafe. Ja, weiß ich, aber das ist doch voll dumm, weil dann ist noch dein Reifen viel schneller kalt auf unsere Überfahrung durch. Schon ganz da. Bei Verschleißen sind Reifen viel schneller. Ja, da bin ich wieder. Ich durfte nicht fahren, weil Hülkenberg mir den Weg versperrt hat. Ja, und jetzt stehe ich an der Start- und Zielgerade und warte natürlich auf die Kumpanen. Eine andere Strategie. Das weißt du. Also lass mich mal machen. Das ist eine Garantie an mein Medium, ne? Das ist ich eigentlich machen, ja. Aber das ganze Feld, dass man das ja auch hat. Hallo. Mach mal. Da sind sie ja alle. Ich bin nicht mehr vorbei. Das war nur der.
Oh, das war ja Xaladin Master. Bleiben denn die anderen? Boah, bist du aber weit vorgefahren. Ah, da kommen sie ja schon. Und durch mich durch. Boing, boing. Da kommen sie alle. Diesmal starte ich von Platz 17 und nicht letzter. Wie davor das Rennen. Ja, ja. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Ja, vielleicht macht voll den Burnout. So, der letzte steht. Jetzt. Wunderbar, dann kann man starten. Das ist bloß auch mehr als ein Tor. So. Gott, was hat der schief? Achtung, ich fahre nach außen. Oh, hier krachte. Hier hat es ein bisschen gekracht. So. Oh. Ich hasse Platz. Oh. Nichts passiert. Achtung, ich bin unten. Großer, großer Preis von Bahrain. Ich würde schon sagen Brasilien, ich hab's gehört. Digga, dein Kollege braucht Hilfe. Ich hab grad zu tun. Aber ich bin schon unterwegs. Warum heißt das eigentlich die gerade Kurve, der gerade Kurve oder das gerade Kurve? Ich hab keine Ahnung. Marcel. Ja, wenn bitte. Zwischen zwei Ländern ein Segelflugzeug abstürzt, wer bekommt den Motor? Nicht. Sag mal, wer bekommt den Motor? Keine Ahnung. Ja, was denkst du? Ja, keine Ahnung. Sag mal was. Ich weiß es doch nicht, Mann. Ein Segelflieger hat keinen Motor. Der war witzig. Was ist tiefer, Teller oder Tasse? Oder. Los. Hey, komm, wir wollten mich nur ablenken, damit ihr das angewandt könnt. Also wenn ihr euch da abschießen solltet, ne? Ich bin ganz hinten, ich hoffe, du hast es nicht.
Ups. Ist noch weggedreht oder was? Nö. Wird meine abgekürzt. Nein, hä? Ich bin nur so doof. Jetzt war ich mit 84 in die Tonsitas und krieg eine Strafe. Durchfahrtsstrafe. Nein. Bei. Drück mir das mal rein. Nimm das daneben da. Ja, nicht, das hört sich trotzdem an. Deine Rechte ist noch gut, ne? Dana. Fahr bitte weiter. Ich muss überlegen, ob ich draußen bleiben soll. Oder? Ich kann nicht mehr. Danke, ich darf spielen. Verdammt knapp. Ah, ich muss das jetzt spielen. Es ist sehr still hier in der Party. Was geht ab? Konzentration. Muss die Gearshot-Schraube wieder rausfahren. Okay. Das ist mies mit der Durchfahrtsstrafe, ne? Ja, vor allem wegen 4 km/h. Das ist ein Witz. Mit wie viel bist du durchgefahren? 84. Da
Das sind 24 km/h zu viel. Du darfst nur dann mit 60 durchfahren. Nein. In Melbourne, Monaco, Singapur, in sämtlichen anderen Stadtkursen gilt 60. Das ist wahr. Aber auf den normalen Rennstrecken gilt 80. Tiger auf Podestkurs, ich glaube es nicht. War er schon in der Box? Scheiß Kai! Das war's. Ich hab dir ja erst plötzlich fertig. Alter, die Leute sind rechts. Mercedes Power gegen die Honda Power, ne? Ich rufe diese KI, ne? Viel Spaß dabei. Was für Stop-and-Go-Strafe? Also werde ich mal eben aufschauen. Kannst ja von der Front berichten. Ja, kann man aber auch. Ja. Da noch ein Teamkollegen. Das fällt von hinten auf oder was? Zum Beispiel bist du gleich in Führung. Wer redet anscheinend gerne mit dir? Was denn das? Der Führung oder was? Da rede ich eigentlich gar nicht. Das ist ganz normal. Ehrlich gesagt. Ja, meine Kopf ist noch scheiße.
Das ist ein hartes Rennen. Ja, vorhin wird es schon mal wieder. Erstmal in die Boxen verlassen. Nee, das sehe ich nicht. Da ist mich gerade am Pushen, ne? Ach, die war auch der Reifen. Mach ich auch. Wow, 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 wow. Bonjour, du. Piep. Was ist denn für ein Unfall? Wer ist denn da? Wer ist denn da abgeflogen? Weiß ich nicht. Ecke. Fährt auf jeden Fall einer voll langsam. Oh, Tila. Grosjean hat mich fast abgeschmissen. Meine Frage, wer ist denn von euch 8er?
Wobei. Ja. Ärgerlich, ne? Egal. Und hat geschmeckt? Ja, sehr lecker. Ja, Leute, das passiert halt, ne? Wenn KIs die. Bin nicht so rotisch auseinander, dieses Wochenende. Nein. Mhm. Fuse, genau da hat's geknallt, genau hier. Okay. Gegen Master und mir. Ja, Leute, ein Aus für den Tiger. Tut mir leid, aber mir ging das langsam auf den Strich, dass der mich jedes Mal wegrammt. Gegen mich. Dann habe ich ihn halt mitgenommen. Aber egal. Muss noch jemand von euch in die Box? Moment, nicht, warum? Hast du mich erschrocken? Warum stehst du da? Ich kam gerade vor 2 Sekunden, hab ich da hingeguckt. Guck weg. Guck hier hin, steht die schon wieder da. Boah, meine Frau, die ist voll am Schleichen. Oh. Irgendwann krieg ich einen Herzinfarkt. Gestern auch. Hä? Gestern auf der Arbeit.
Nee. Leute, das Rennen ist für mich auf jeden Fall gelaufen. Ich hab gedacht, wird heute noch was. Ja, Mann. Ich hoffe natürlich auf meinen Teamkollegen so, dass er in den Punkten kommt. Und wie wir sehen, ist er in den Punkten. Ob er einen Punkt behält oder mehr Punkte bekommt, das werden wir ja sehen. Und was mir natürlich nicht gefällt, ne, dass McLaren auf 1 ist. Ja, zur Zeit glaube ich nicht. Ich muss mal gucken. Wir klicken halt mal um. Und der holt ja einfach nur wegen Windschatten auf. Obwohl ich der ist. Oh, Vierter! Fuse ist auf 4. Ja, ich war noch gerade in der Box. So, jetzt wird zurückgeschlagen. Ey, was hat der Schuppert mir am Ausbruch? Das ist so ekelhaft. Den hast du denn nicht so gern von hinten, was? Ich brauch keine Punkte mehr. Das ist KI schon. Ja, die arme KI. Ist schon ein Dreck zu lernen. Habe ich einen Zwangsschutz zu machen. Na, scheiß Käsebot. Das war's, wie du meinst. Ja, da hat Fuse sich ein bisschen verbremst, ne? Ja, ich hab was anderes und gemacht. Ich wollte das Ladekabel. Du sollst nichts anderes machen, du sollst fahren. Ich wollte das Ladekabel in den Himmel anstecken, aber. Kann man das Verstappen in die Box gefahren oder war nicht ganz gefahren? Ja, der ist in die Box gefahren. Jetzt kommt meine Box an. Okay, das funktioniert jetzt echt. Also das finde ich echt nicht schön. So Leute, es sind noch 10 Runden, noch 10 Runden. Ja, wer wird... Das ist natürlich, oder was? Ja klar, guck ich dazu, wird's böne. So, dann werden wir mal rüber streamen zu Xaladin Master. Neunzehnter.
Rick sieht am Morgen, dass du diesen Internet kommst. Okay. Rick ist ganz nah hinter Fuse. Ganz nah, 8,6 Sekunden. Ja, das schaffst du schon. Genau, 8,6 Sekunden. Du fährst auch nochmal in die Box, gell? Wo ist der? Der ist doch nicht. Das wusste ich. Das geht euch gar nichts an. Weil du niemals durchfahren könntest. Ach ja, das glaubst du. Ich bin hier aber auch schon durchgefahren. Nur mit einem Stop. Ich bin kein Reifenschwimmer. Ich muss hier. Eigentlich war ja mein Plan, dass ich das Rennen auf Stop starte und dann zweimal auf Medium drehe. Entschuldigung. Halb zwölf. Okay. Ja, Leute, ich unterhalte mich auch ein bisschen ab und zu mal mit meiner Frau so, wenn sie mich fragt. Natürlich muss ich ja natürlich antworten, ne? Ist eine Frau. Sie die Peitsche aus. Ja. Das ist bestimmt auch ein cooles Spielchen mit der Peitsche oder so. Danke fürs Kopfkino. Ja, fragst du doch noch. Meine Frau sagte gerade, was ist los? Dann kommst du ja ins Fahren, die Boxen. Ob der mit zwei Maus noch durchfährt. Das DHS auch noch nicht. Ey, ich hol nicht auf, nicht verrecke nicht. Ja, morgen hab ich aber nicht das Auto, was mir liegt. Was für ein Opel Corsa? Haas. McLaren fertig. Kacke. So Leute, ich muss mal kurz auf Klo, ich komm sofort wieder. Alles klar, viel Glück. Nee. Jetzt kommt die nicht über Runde. Ich stand fucking ernst. Ey, das Spiel hasst mich doch von vorne bis hinten. So, da bin ich wieder. Okay, jetzt kriegst du nur die Auflage. Ach nee.
Also der Massa, der macht mir jetzt echt schon extrem Angst. Also das Auto ist gegen die Wand, ne? Wir wollen noch zu Ende fahren. Alter, der kommt da mit Überschuss an, das ist abnormal. Und da vorne geht die Party nicht versäumen, alles. Alter, ich hab so Schiss vor dem, ne? Ich will sonst noch, wenn ich... Wird Master Fuse, Fuse abschießen? Wir werden es in den laufenden Runden noch erfahren. Wird Master Fuse aufhalten, dass Rick noch rankommt? Nee, der ist verschwendet. Das ist schon reichen. Viel verschwendet. Aber guck mal, es sind noch 5 Sekunden, bis man mindestens 10, 15 Sekunden. Marcel, danke für die Idee. Was denn? Ey, guck erst dir an, der kommt doch schon wieder mit Milliarden PS angelöst, ey. Das ist echt lange nicht mehr los. Ey, Marcel, weißt du was? Ich geh doch diese Runde sowieso in die Box, da kannst du nicht wieder gehen. Lass mich doch einfach in Ruhe, Junge. Das kannst du doch tun. Wer ist denn da hinter dir, Rick? Der fliegende Holländer. Verstappen. Mhm. Ein spannender Zweikampf zwischen Verstappen und Rick. Bei Dreikampf. Rick kann sich so langsam absetzen von Verstappen. Oh Gott, die haben mich auf die Rollen geschossen. Oh Gott, ich hab so Angst, ne?
Jetzt gibt's einen Viererkampf. Das wird immer richtig spannend hier. Max Verstappen, Rick und Vettel und Future X-Beast. Ja, die Pussy waren wahrscheinlich der Post gewesen. Ab, schnell frische Reifen, ey. Ja, ja. Komm, lass dich zurück. Die letzten drei Runden. Und da ist Rick ein bisschen von der Strecke abgekommen. Und da kommt Verstappen wieder was näher. Das interessiert mich nicht. Kommt Verstappen in die DS-Zone, um Rick zu überholen. Rick gibt natürlich alles, um davon zu fahren. Und Verstappen kommt immer näher. Kommt aber, glaube ich, auch nicht in die DRS-Zone. So, die letzten drei Runden sind angefangen. Und schafft der Rick noch ein paar Plätze gut zu machen oder beendet er das Rennen auf Platz 6? Das wird gerade eine gute Sache. Nein. Weiß ich gar nicht. Kimi Räikkönen ist am Führen. Dahinter Hamilton. Dahinter Carlos Sainz. Wird es ein Sieg für Ferrari? Oder kommt nochmal McLaren? So, McLaren. Future versucht, Carlos Sainz einzuholen. Kommt er noch rechtzeitig in die DRS-Zone? Ich bin mal schon. Du lässt es denken lieber an. Ne? Tada, bin ich mit DRS. Und er hat DRS. Hast du DRS gekriegt? Ja, aber ich werde nur zu weit kommen. Aber er kommt an Carlos Sainz nicht ran. Oh, der aber macht drum, Alter! Und ein Unfall passiert mit Carlos Sainz. Und gelbe Flaggen auf der Strecke. Das ist doch so eine Verarschung. Und Future hat Plätze verloren. Durch Carlos Sainz natürlich verursacht. Rick hat Future überholt, hat einen Platz gut gemacht auf Platz 5 und wird Platz 5. Alter. Really? Nicht hier drauf fahren. Das ist nicht ne? Hier, das ist nicht fair hier, was du machst. Jetzt gibt es einen Dreikampf zwischen Future, Vettel und Rick. Alle in der DRS-Zone gewesen. Rick holt auf, will überholen. Future holt auf, will überholen. Kürzt ab. Ja, ich muss auch kürzen, das wäre ich dann voll reingefahren. Kommt aber nicht hinter Rick hinterher. Sind jetzt beide dicht aufeinander. Rick versucht davon zu fahren. Future versucht. Wer du? Nein, die.
krasses Rennen, echt, ey. Boah, Alter. Sorry. Lass mich vorbei. Boah. Ich bin seine Reifen im Bereich. Boah, ein Dreierkampf, ey, boah. Boah, dann musst du gerade abkürzen. Schon wieder abgekürzt. Ja, aber ich krieg auch nicht, ich krieg auch keine Ermahnung dafür, ja. Weil das da nicht zählt. Achtung, ich versuche irgendwas. Ich rauche noch eine Zigarette. Oh. Entschalten. Alter, fahr doch noch weiter in. Natürlich. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Du hast weiche Reifen. Ja! Yeah! Was ist denn das für eine Verarsche, Alter? Meine Reifen sind zu scheiße. Wunderbar, das war ein geiles Rennen. Zwar nicht für mich, aber mein letzter, geiler letzter Zweikampf zwischen Rick und Fuse. Aber na dann, na. Ja, war schon halt geil, ey. Fettgemisch Dreieck, flache Flügel, wunderbar. Ja, Leute, das war's natürlich von meinerseits. Ich wünsche euch noch viel, einen schönen Morgen oder schönen Tag noch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tiger.